Der? Let's plunder. Glaub ja nicht, dass das, was du getan hast, nicht ungeschehen gemacht werden kann. Elaine wird meine Dämonenbraut. Komme, was da wolle. Guybrush, wie? Die Voodoo-Lady, sie hat mich zurückgebracht. Die Voodoo-Lady? Denk an all das Ungemach, für das diese Frau gesorgt hat. Du bist ihr jetzt schon so lange blindlings gefolgt, Guybrush. Aber ohne sie... Angriff, meine fischigen Freunde! Attacke, gebt ihm ordentlich eins auf die Backen! Haut dem Spacken auf den Backen! Oh, es reicht! Jetzt ist Schluss damit. Elaine gehört mir. Meine Dämonenbraut wird mir jeden Morgen ein königliches Frühstück anrichten. Dafür sorgen, dass meine Festung das Bösen immer picobello ist, wenn wir Gäste zur Folter empfangen. Meine kaputten Socken stopfen. Und obendrein auch noch. Das ist mein Zuckerschnäuzchen. Du hast recht, Schatz. Er bietet einem kaum verbale Angriffsfläche, oder? Oh oh. Entschuldige uns einen Augenblick, Guybrush. Die Frau und ich haben etwas unter vier Augen zu besprechen. Eine vergebliche, wenn auch bewundernswert verräterische Geste, meine Butterblume. Auch ohne die Hilfe von Les Blasponcha habe ich bereits so viel Macht aufgesaugt, dass ich einfach auf den Scheideweg treten und nach Herzenslust Voodoo-Energie tanken kann. Hahaha, gesehen? Du kannst zwar kurzzeitig meinen Körper ausschalten, Elaine, aber nicht meinen Geist. Au, mein Geist! Nimm das, du dicke, fette, hässliche, untote, Voodoo-stehlende, bucklige Kröte! Morgan, was machst du denn hier und woher hast du das Schwert? Ja, mal, wir können LeChuck erledigen, aber wir müssen einen Weg finden, ihn auf der materiellen und geistigen Ebene gleichzeitig zu erwischen. Was soll ich? Vorsicht! Irgendwann komme ich dich holen, Mädchen. Chuck! Denk an die vielen Male, die du versucht hast, mich zu vernichten. Nur der Gerechtigkeit halber. Aua. Dieser Schmerz, dieses Leid. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, was ich dir antun werde. Threepwood. Guybrush! Oh oh. So, was haben wir hier? Wir haben ein Großsegel. Wir haben da unten LeChuck, aber ich kann nicht viel machen hier. Wir haben einen Haufen. LeChuck, du hast Elaine entführt, du hast mich in lahme Fallen tappen lassen, du hast mit mir eine Voodoo-Puppe, das Licht ausgehaucht. Du hast versucht, mich zu deinem untoten Sklaven zu machen, aber du hast niemals versucht, mich auf so freche Art und Weise umzubringen. Und das war mein größter Fehler. Pass auf, wo du hinfällst. Okay, was? Wir haben eine Skelettarmee, wir haben Elaine, wir haben ein abgeschlossenes Tor. Ein Haufen Fässer mit wer weiß was drin. Fest verschlossen. Ich habe aber einen Haken. Warte mal kurz. Finger weg von meinem teuren Grog-Jahrgang. Das beste Fass öffnen wir über deine eingeschrappelten Leiche. Haken. Bringt nichts. Mein Haken passt nicht in das Loch. Das ist ja mal was Neues. Was habe ich denn sonst? Kescher. Elaine sagte, ich sollte das behalten. Ja, besser ist das wohl.
Du wolltest doch schon immer ein Pirat sein, ist es nicht so? Oder ein Feuerwehrmann. Oder ein Astronaut. Oder so. Du bist erst ein richtiger Pirat, wenn du das vermaledeite Vergnügen hattest, auf diesem Schiff Kiel geholt zu werden. Schon so mancher Matrose hat die Unterseite dieses Kahns zu Gesicht bekommen. Aber keiner war so rotznäsig und fehlerichtig wie du! Wie cool ist das denn? Was ist da denn los? Ich will dieses Schlüsselbund haben. Aber ich konnte gerade nichts machen, leider. Ja, haben wir unser kleines Bad genossen? Erfrischend. Ja, du siehst müde aus, Seemann. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ab in die Kajüte mit dir! Ah! Und das ist das erste Mal, dass wir in so eine Kajüte auf dem Schiff kommen an diesem Spiel. Naja. So, Tür zur Kajüte. Ein Teil von mir stellt sich LeChucks Kajüte ganz in Pastellfarben vor. Hauptmast. Ich gebe meinen den Vorzug. Ich kann mich übrigens gerade nicht bewegen, ich kann nur auf Dinge klicken. Das habe ich gerade übrigens versehentlich gemacht. Wie niedlich, meine liebe Lane das Schwert so schwingen zu sehen, als würde sie wissen, was sie da tut. Ist euch jemals in den Sinn gekommen, dass ich mehr über dieses verfluchte Entermesser weiß als ihr Blödköpfe alle zusammen? Da. Okay, jetzt geht das anscheinend so in die Runde. Oh oh. Großsegel. Ein Segel, gefüllt mit den üblen Winden der... vergiss es, diese ständigen Schläge ins Gesicht machen mich ganz unmetaphorisch. Seil, Leine. Sie führt hinunter ins Ruderhaus. Haken, Leine. Alle ab! Versuch doch wegzufliegen, kleiner Piepwurz. So, wo sind wir hier gelandet? Von hier aus sehe ich auch nur das Großsegel, okay? Und noch ein Segel, aufgebläht mit den üblen Winden der Veränderung. Ich kann aber nichts machen von hier. Riesige Kanone. Diese riesige dämonische Kanone riecht nach Tod und Verderben. Und sie ist groß genug, um sich drin zu verstecken. So, was habe ich denn noch dabei? Ich habe den Kescher immer noch. Ich habe das Geld. Was auch immer ich damit will. Ich habe eine Socke. Weißt du, was das Tolle daran ist? Wir kriegen beide heute ein Belastungstraining. Diese Schlichtheit. Nur du und ich und mein Schiff. Elaine. Und keine Voodoo-Lady bei Blackbeards Stiefeln. Ich hasse diese Frau. Und jetzt wird es Zeit, dass du das Deck schrubbst. Okay. Hier konnte ich die Tür anheben. Und damit irgendwas machen. Das klappt nicht. Tür zur Kajüte klappt nicht. Hauptmast? Nee. Ich habe aber auch sonst nichts, was ich hier machen kann. Ein Schädel. LeChuck hatte schon immer einen grellen, überkompensierenden Geschmack, wenn es um Inneneinrichtungen ging. Arr. Spicy Lane, das mit Morgan, Guybrush. Was? Das scharfe Meeresfrüchtchen hat er so auf Threepwood abgesehen. Ihr Cousin ist nur für ihn gesegelt. Eine Schande, dass ich sie töten musste. Aber sie können ihr Feuer der Liebe in der Hölle neu entzünden. Ah. Oh oh. Okay. Kann ich mit dem Haken das Großsegel runter? Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Aha, ich bin Guybrush Threepwood und mächtiger Pi. Au! Nice, das ist auch so eine klassische. So, ich habe immer noch das abgeschlossene Tor. Leine. Hier holen ist kein Spaß. Mein Haken ist mir dafür zu schade. Wollen wir da ist ein Knochen? In Anbetracht ihres Auftriebs sind Knochen gar nicht mal so schlecht für den Schiffsbau geeignet. Ja, außerdem wirken sie irgendwie furchteinflößend.
Ich wollte aber ja eigentlich die Leine hier mit dem Haken. Mein Haken ist mir dafür zu schade. Okay. Ich muss ja an den Schlüssel da rankommen. Ich soll das behalten. Okay, okay. Das an die Leine machen. Das bringt mich nicht weiter. Weißt du doch gar nicht. Hast du ja noch gar nicht ausprobiert. Warum habe ich immer noch den Diät-Sinnes-Zauberspruch? Den brauche ich doch gar nicht mehr. Tja, das hat geklappt. Das Podcast ist nicht mehr grande. Kann ich hier irgendwas? Nee, also er greift so automatisch danach. Kaputte Tür. Ach, Mann. Ich habe gerade sehr wenig Ahnung, was ich machen kann. Übersehe ich jedenfalls. Elaine. Mausi. 3P. Oh. Ich habe immer noch den Ring. Gott sei Dank. Aber entzünde mal die Kanone. Guybrush. Entzünde die Kanone. Ja, Liebling. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gemacht hat. Aber ich, wurde jetzt natürlich abgefeuert. Das heißt, sie ist wahrscheinlich nicht mehr geladen. Obwohl, das hat sonst hier nie eine Kanone abgehalten. Da sieht man den Riss. Ah, da kann ich mich ziemlich hoch und meine akrobatischen Fähigkeiten lassen langsam nach. Okay. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich aufgibst und einfach verschwindest. Okay, 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 okay. Elaine! Guybrush. Und wie war der Tag? Ach, weißt du, wie immer. Wenn das alles hier vorbei ist, sollten wir erstmal in den Urlaub fahren. Ich dachte, wir sind im Urlaub. Aber was ich eigentlich wollte. Elaine, Zuckerhäschen, Piratenschätzchen. Pass mal auf, ich werde LeChuck wieder auf den Scheideweg zu locken. Ich werde versuchen, LeChuck wieder auf den Scheideweg zu locken. Und falls er mich wieder umbringen sollte, hast du alles im Griff, oder? Gern geschehen, Schatz. Wie locke ich ihn denn wieder auf den Scheideweg? Ja, ich gebe meinem den Vorzug. Ein Teil von mir stellt sich LeChuck für Hüte ganz in Pastellfarben vor. Warum kann ich die anheben? Was kann ich damit machen? Oh oh. Kann ich hier nochmal so runter? Nee, kann ich nicht mal anwählen. Oh, da kommt er wieder. Wieso tust du das? Ich bin es leid, mich mit dir rumzuärgern. Und das Geräusch, wenn du auf dem Deck aufschlägst, ist Musik in meinen Ohren. So, Skelettarmee. Elaine kommt mit einer ganzen Armee von Skeletten besser zurecht als ich mit LeChuck. Elaine! Guybrush! Ich hätte nicht gedacht, dass Zombies so zuschlagen können. Ich glaube, genau genommen bist du gar kein Zombie, Schatz. Oh, au.
Elaine, nochmal. Guybrush. Greif der Chuck an. Geht schon, Schatz. Hä? Zuckerhäschen? Piratenschätzchen? Hey, schon ulkig, dass ich dich ganz schön sexy fand, als du so total verbockt warst. Was? Ich meine, soll das heißen, dass ich insgeheim auf der Chuck stehe? Konzentrier dich, mein Süßer. Mausi! Sweepy! Warte auf, egal was immer auch passiert, du musst der Chuck aufhalten, solange er zwischen den Welten steckt. Versprich mir, dass du nicht aufgibst. Und wieder seine Braut wirst. Sag so etwas nicht, ich liebe dich. Versprich es mir. Ich versprich's. Hahaha! Willst du mal einen Blick auf den Rumpf werfen? Würdest du mal? Er ist voller Löcher. Wir sollten sie in den Hafen bringen, einen Becher Grog ordern, über die guten alten Zeiten plaudern. Ich glaube, heute beginnen meine guten alten Zeiten. Was macht er jetzt? Was macht er? Was macht er? Lass das, du abgetakelte Madenbrutstelle. Ah, guck mal. Hahaha, Elaine, nicht einmal du mit deinem Spielzeugschwert kannst mich erst noch aufhalten. Wart's nur ab. Du, yo. So, Schlüssel. Haha, ich weiß noch nicht, was ich damit machen will, aber... Ich bin auch nicht fertig mit dir. Da, So, ich habe den Schlüssel. Wahrscheinlich muss ich damit halt an seinen Grog-Vorrat ran, aber kann ich jetzt gerade noch nicht hin. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt... Ah, da kommt er. Wie niedlich, meine liebe Elaine, das Schwert noch so schwingen zu sehen, als würde sie wissen, was sie da tut. Ist euch jemals in den Sinn gekommen, ja, dass ich mehr über dieses verfluchte Entermesser weiß, als ihr Blödköpfe alle zusammen? Oh. So. Jetzt muss ich wieder warten. Hier geht's nur wieder zu dem Dingens rum. Hier, komm hoch. Box mich da runter. Ich will da an deinen Voodoo-Flaschenvorrat ran. Alle hopp. Ja, komm schon. Bravo, LeChuck. Komm her. So. Hör auf mit dem Theater. Ich werde mein Deck mit deinem armseligen Zottelbart schrubben. Okay, da ist was da rüber gerollt. Vielleicht können wir da jetzt was... Ah, aha, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar bauen wir uns jetzt ein Katapult. Loses Fass. Ist der Pfaff. Haha. Eine Wippe. Auf See. Das ist im Englischen natürlich witzig. A seesaw at sea. Wie niedlich, meine liebe Elaine, das Schwert so schwingen zu sehen, als würde sie wissen, was sie da tut. Ist euch jemals in den Sinn gekommen, dass ich mehr über dieses verfluchte Enter besser weiß als ihr Blödköpfe alle zusammen? Wie katapultiere ich ihn jetzt da? Entweder ich muss mich oder ihn da drauf katapultieren. Er steht jetzt schon so halb drauf. Aber ich kann es auch nicht anwählen, also... So,
versuchen wir nochmal hier. Oh, oh. Diese riesige dämonische Kanone riecht nach Tod und Verderben und sie ist groß genug, um sich darin zu verstecken. So, ich muss... Ich kann mich oder ihn damit in den Spalt katapultieren. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich aufgibst und einfach verschwindest. Da, 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 da. Ach, jetzt stellt er. Ah, guck. Wow. Versuchst du dich in Sicherheit zu springen oder jagst du dich in deiner Niederlage selbst in die Luft? Okay. Elaine, Mausi, 3P. Bisschen mehr Kanonenfutter, bitte. Noch ein wenig mehr Kanonenfutter würde gut zu dieser schweren Gehirnerschütterung passen. Wie recht du doch hast, meine Liebe. Danke auch. So. Eine Wippe. Auf sie. Ha. Ja, stell dich drauf. Wieso hat er sich erst nicht draufgestellt? Eben hat er sich draufgestellt. Arsch. Oh oh. Ja. Nochmal das Ganze. Sie führt den unter das Ruderhaus. Ja, Haken, komm. Psst. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur begrenzte Zeit da habe, irgendwie. Muss ich wieder warten, bis LeChuck hier. Wenn ich es zurück zum Scheideweg schaffe, hätte LeChuck wenigstens nicht so viel von einem meereserprobten Schiff, mit dem er mich rammen könnte. Er rammt mich ja gar nicht. Er verprügelt mich einfach auf seinem Schiff. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich aufgibst und einfach verschwindest. Ja, 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 ja. Ich weiß. So. Jetzt Schritt 1. Elaine. Elaine. Guybrush. Entzünde die Kanone nochmal. Geht schon, Schatz. Alles klar. Und kaputte Tür. Eine Wippe. Auf See. Ah. So nämlich. Nette Anspielung in Monkey Island 1. Wow. Geil, schau mein Gott, du siehst ja furchtbar aus. Chuck hat mir gezeigt, was eine Hake ist. Wir müssen ihm eine Falle stellen, Guybrush. Ihr zwei könnten noch genug kuscheln, wenn ich damit fertig bin, Threepwood Schmerz und dauerhaft ins Jenseits verabschiedet zu haben. Au! So, Fahrt des Lebens. Guybrush, was soll das? Guybrush, was soll das? Das ist der einzige Weg. Was? Ja! Ja! Ist es vorbei? Hallo? Haben wir gewonnen? Ich denke schon.
Damit bleibt uns nur noch der Mittelpunkt des Scheidewegs. Wir haben gerade unseren letzten Lebensfaden geopfert. Um LeChuck in beiden Welten gleichzeitig festzuhalten, damit wir ihn gleichzeitig seinen Körper und seinen Geist vernichten konnten. Aber halt auf Kosten der letzten Möglichkeit, selber ins Leben zurückzukehren. Der Mittelpunkt des Scheidewegs. Ich vermute, jetzt hänge ich hier für alle Zeiten fest. Oder doch nicht? Ich frage mich, ob einer dieser Schlüssel wohl zu der Schublade in der Kommode passt, die Elaine vom Flohmarkt mitgebracht hat. Eher nicht. Mut, Anker, Richtung, Opfer. Platziere diese Dinge ringförmig im Mittelpunkt des Scheidewegs. Ringförmig. Ha. Clever. Mut, Anker, Richtung, Opfer. Wow. Oh, ganz schön flott. Hey, meine Hand ist wieder da. Wow. Guybrush. Wird doch Zeit. Tatsächlich? Augenblick, du hast mich erwartet, aber ich war doch tot. Hast du mir deshalb... Du solltest inzwischen genug wissen, um mir vertrauen zu können, Guybrush Threepwood. Aber du hast LeChuck gebeten, dich zur Dämonenbraut zu nehmen. Woher wusstest du, dass ich es schaffen würde, dich da rauszuholen? Nach all diesen Jahren und all unseren Abenteuern sind zwei Dinge gewiss. Dass ich immer einen Plan habe und dass Guybrush Threepwood immer dann für mich da ist, wenn ich ihn am meisten brauche. Okay, ich habe eben einmal gesagt, ich fände es extrem cool, wenn wir diesen Ring überhaupt nicht brauchen würden. Ich nehme das zurück. Das war... Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir den irgendwann für ihr so ein blödes Rätsel brauchen. Aber... Dass wir den dann im Endeffekt das ganze Spiel mit uns herumtragen und ihn dann nur für diese eine Sache brauchen, dass wir ihn... Dass das unser letzter Anker, unsere Mutquelle, wirklich alles ist, was wir brauchen, um uns zurück ins Leben zu holen. Das ist so mächtig, das ist so kraftvoll. Ist das eine geile Geschichte? Ich bin echt richtig unfassbar geflasht gerade. Ich habe richtig Gänsehaut. Du wirst meine Segel auf immer zum Flattern bringen. Ich suche gerade was nach etwas, was nicht zu albern klingt, sondern halbwegs... Wenn du jemanden brauchst, der dir die Segel aufhaltet, ist das irgendwie was Schlüpfriges, was ich nur nicht verstehe? Ich werde auch für dich da sein, wenn du jemanden brauchst, der dir die Segel aufhaltet. Aber das behältst du bitte für dich. Nun ja, das Wichtigste ist, dass LeChuck bezwungen ist. Diesmal für immer. Und du hast dich endlich von dem Schicksal befreit, das für dich und LeChuck vorgesehen war. Was immer auch es auch war. Und das hat also hinter dieser ganzen Esponja Grande-Sache gesteckt, hm? Eigentlich sagt man Esponja aus mit einem H-Laut am Ende. Tatsächlich, aber wir haben immer alle Esponja gesagt. Ja, ich weiß, das hat mich schon die ganze Zeit genervt. Ich sag's dir ja nur, weil ich nicht will, dass du dich lächerlich machst. Okay. Oh, jetzt gibt's einen Satz. Was? Da habe ich das ganze Spiel hindurch einen Witz ruiniert, fürchtlich, weil ich es von vornherein mehr oder weniger richtig ausgesprochen hatte. Das war
Tales from Monkey Island und ich kann nicht sagen, wie begeistert ich bin. Meine Güte, was für ein großartiges Spiel. Was für ein wirklich großartiges Spiel. Ich bin so geflasht, nachdem Teil 4 jetzt ja nun wirklich, wirklich schwach war, muss man einfach sagen. Dieser Teil hatte eine großartige Story, er hatte eine wunderbare Dynamik, dank wirklich interessanter Charaktere. Wenn ich wirklich Schwachstellen suchen muss, dann würde ich sagen, die Steuerung hat ein bisschen genervt. Ich hätte lieber ein ganz einfaches Point-and-Click-Geschichte gehabt. Und ihr wisst, das Kapitel in der Seekuh fand ich vom Gameplay her, von den Rätseln her, fand ich super. Das Setting fand ich halt irgendwie ein bisschen komisch, aber komisches Setting hattest du in allen Teilen irgendwie. Aber wirklich, die Story war erwachsener. Die ist irgendwie mit den Fans mitgewachsen, aber nicht so derbe, so vulgär, wie sie in Monkey Island 4 teilweise war. Nicht so einfach nur, haha, wir projizieren hier einen Schatten in Form von einem Pimmel an der Wand. Sondern halt wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, halt wirklich einfach nur erwachsen. Es war eine Story, die man ernst nehmen konnte und man hatte das Gefühl, die Story nimmt auch irgendwie dich als Spieler ernst. Ja, also die ist nicht einfach, versucht nicht einfach nur dich mit Albernheiten zum Lachen zu bringen, sondern auch irgendwie dich zu bewegen. Und bei mir hat es geschafft. War das mehr machtvoll? War das kraftvoll? War das... Oh, bin ich begeistert. Bin ich begeistert. Ich freue mich jetzt auch richtig auf das nächste Projekt, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich echt... Ich habe immer noch so ein bisschen Gänsehaut. Der deutsche Cast wird hier gerade durchgebracht. Ich glaube, ich spiele das Spiel einfach für mich auch nochmal irgendwie durch. Nur weil ich gucken will, was die dann für Stimmen haben. Dann halt mit Mischsprachaufgabe. Und Franklin als er selbst. War das ein tolles Spiel? Ihr kriegt es schon mit. Ihr kriegt es wirklich mit, dass ich unfassbar begeistert von diesem Spiel bin. Also das ist vom Humor wieder, kommt es dicke an die alten Teile ran. Und wie gesagt, es ist wie eine erwachsenere Version von den alten Teilen, finde ich. Die irgendwie die Fans wieder ernst nimmt. Oder ich weiß nicht, wie ich es besser auf den Punkt bringen soll. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, trotz einiger Längen, die ich ab und zu hatte, also dieses Let's Play ab und zu hatte, weil ich halt mich einfach blöd angestellt habe. Und ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt und im nächsten Projekt auch wieder dabei seid, auch wenn es kein so humorvolles Adventure sein wird, sondern ich glaube, die Wahl ist jetzt getroffen. Es wird, wie heißt es denn jetzt? Assassin's Creed Black Flag war der Plan. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe noch kein einziges Assassin's Creed Spiel gespielt. Wahrscheinlich werde ich irgendwie, bevor ich die Aufnahmen starte, mich schon ein bisschen da reinspielen. Irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde erstmal spielen, damit ich mich nicht ganz blöd anstelle von der Steuerung her. Das war, wenn ich so im Nachhinein mir die Lego Fluch der Karibik Sachen angucke, war das teilweise schon ein bisschen frustrierend. Telltale Games, All Rights Reserved, ja. Und das möchte ich dann vermeiden. Gibt es noch eine Post-Credit-Scene? Und mein Kind, hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Das habe ich. Jetzt zu deinem Teil der Abmachung. Ja, deine Taten haben sich auf dein Schicksal ausgewirkt. Ich werde es deiner Geistergestalt gestatten, in das materielle Reich zurückzukehren und als gefürchtete Piratenjägerin ihren Weg fortzusetzen. Geisterpiratenjägerin Morgan Le Fay. Ich denke, ich werde meinen Spaß haben. Schon möglich. Du hast deine eigene Bestimmung gewählt. Geh jetzt. Es gibt noch viel zu tun, bevor die Gezeiten des Schicksals sich erneut wenden. Das finde ich auch so krass, was sie da mit der Voodoo-Lady gemacht haben.
Hey, was ist das denn? SamandMax2010.com. Sam & Max Hit the Road war auch ein berühmtes LucasArts Adventure. War auch super spaßig, super zu empfehlen. Ich habe mitgekriegt, dass sie da eine Neuauflage von machen oder ein neues Adventure irgendwie mit, aber ich habe es noch nicht gespielt und auch noch nichts davon gesehen. Wäre vielleicht privat mal was. Naja. Ich glaube, viel mehr bleibt mir erstmal nicht zu sagen. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder oder auf einem unserer Konzerte. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt vorproduziert habe. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe mit Aufnehmen. Aber es reicht sich auch noch für ein paar Wochen, die Folgen, die ich schon vorproduziert habe mittlerweile. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn ich das mit dem Let's Play durch bin, wir uns schon auf den Folknächten wieder gesehen haben, die wir zusammen mit Fersengold spielen. Ich muss wieder gerade ein bisschen Werbung für meine Band machen. Ansonsten sehen wir uns sicher bei Gelegenheit mal. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich werde jetzt so eine Playlist erstellen, wo nochmal alle Monkey Island-Teile reinkommen. Die werde ich dann freischalten. Dann kann man nochmal die komplette Monkey Island-Saga von Teil 1 bis Teil 5 komplett am Stück durchschauen, wenn man gerne möchte und ungefähr 80.000 Stunden Zeit hat. Mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als macht's gut, cheers. Ich bin immer noch völlig geflasht. Es tut mir sehr leid. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, richtig. Meine Herren, ich wünsche euch einfach bis zu unserem nächsten Projekt, bis wir uns wiedersehen, die allerbesten Winde, Leute. Cheers.